Erinnert ihr euch noch an meine Aussage vergangene Woche? Polarluft kommt in dieser Woche nach Deutschland. Es bleibt dabei. Wir sehen hier das Kälteei in 1500 Metern Höhe. Und das kullert am Donnerstag und Freitag in dieser Woche genau über Deutschland hinweg. Gerade mal 4 bis 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Da hatten wir noch vor ein paar Tagen 15 bis knapp 20 Grad in dieser Höhenlage gemessen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei Wetter.net. Aber erstmal der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag. Unser Hochhartmut zieht langsam weiter. Kühlere Luftmassen haben uns im Vergleich zu gestern erreicht. Kaum noch 30 Grad, maximal heute Nachmittag 30 Grad Richtung Rhein, Main und Neckar 29 bis 30 Grad. Im Norden und im Osten erreichen wir 22 bis 26 Grad und im Süden gibt es Werte heute Nachmittag um 27 bis 28 Grad. Hier sind im Süden von Baden-Württemberg und von Bayern einzelne Schauer und Gewitter möglich. Auch hier im Norden an den Küsten zum Teil einzelne Regenschauer. Wie geht's weiter in der kommenden Nacht zum Dienstag? Die Temperaturen gehen zurück auf 16 bis 9 Grad. Teilweise ist der Himmel klar. Hier und da ziehen ein paar harmlose Wolkenfelder vorüber. Und wenn ihr kein Update mehr hier verpassen wollt, denkt dran, lasst uns gerne ein Abo da. Wie geht's weiter? Wir schauen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dienstag, Mittwoch, freundlich, viel Sonnenschein, langsam etwas kühler. Dienstag noch 23 bis 29 Grad, übermorgen dann 21 bis 26 Grad und der Donnerstag, der bringt ja das Kälteei. Auch unten am Erdboden gerade mal noch 17 bis maximal 24 Grad. Neben Sonne und Wolken gibt es immer wieder einzelne, zum Teil kräftige Regengüsse. Mit dem Regen ist es aber schnell wieder vorbei. Freitag, Samstag, Sonntag schon wieder freundlicher und nach wärmer. Am Samstag schon 23 bis 28 Grad und der Sonntag bringt 22 bis 27 Grad. Ja, gutes Wetter in weiten Landesteilen für die Heuernte. Und da schalten wir direkt mal in den schönen Westerwald zu unserem Landwirt Matthias Augst. Matthias, bitteschön. Hallo liebe User von Wetter.net. Hier ist wieder der Landwirt aus dem Westerwald. Diesmal mit einem ganz anderen Thema. Dominik hat für die nächsten Tage stabiles Hochdruckwetter vorausgesagt. Und wir haben noch den zweiten Teil unseres Heus zu machen. Heu ist für Rinder, für Pferde sehr, sehr wichtig. Für Kühe sage ich immer gerne, Heu ist Medizin. Die Kuh hat ein Mehrmagensystem und braucht raues Futter. Und alle Tiere bei uns haben jederzeit Zugang zu Heu. Das ist ganz wichtig. Mit gutem Heu kann man so Kleinigkeiten, die ein Tier hat, ganz biologisch wieder heilen. Deshalb kriegen unsere Tiere immer Heu, dass sie erst gar nichts kriegen. Und im Moment, heute habe ich das ganze Heu gemäht, was wir noch zu machen haben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade in solchen Mittelgebirgsregionen wie den Westerwald, um Talflächen, Wiesen, die nicht für die Siloernte gebraucht werden oder nicht genutzt werden, weiterhin offen zu halten. Die würden nämlich sonst schlicht und ergreifend innerhalb weniger Jahre, ungefähr 5, anfangen zu verbuschen und letztendlich steht dann wieder Wald da. Und deshalb ist die Maat für Heu auf diesen Flächen sehr, sehr wichtig. Wer sich jetzt hier Gedanken macht um Bodenbrüter zum Beispiel, wir machen unser Heu relativ spät. Die Bodenbrüter haben alle gebrütet, hier die Jahreszeit. Sie haben alle sind geschlüpft und die Vögel sind jetzt schon unterwegs. Ja, vielen Dank, Matthias, für diese tollen Ausführungen. Wie gesagt, es bleibt oftmals trocken in den nächsten Tagen. Wir sehen hier mal die Regensummen vom 4. bis zum 12. Juli, die Berechnung vom amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen fast überhaupt keinen Niederschlag hier in Westeuropa. In Deutschland maximal hier und da 5 bis 10 Liter Regen pro Quadratmeter. Und wir gucken mal weiter, die Woche danach, 12. Juli bis 20. Juli. Was kommt da runter bei uns in Mitteleuropa? Und wir sehen nix. Es bleibt weiß auf der Wetterkarte über Mittel- und Westeuropa. Die Woche vom 12. bis zum 20. Juli könnte komplett trocken ausfallen. Also Trockenheit ist wieder das Stichwort. Natürlich ideal für die Heuernte. Wir schauen auf die Großwetterlage. Wenn dieses Kälteei vorüberpoltert am Donnerstag, was ist denn da los? Hier ist Deutschland zu finden. Und wir sehen hier westlich von uns ein stabiles Hochdruckgebiet. Das liegt fast hier bis bei den britischen Inseln.
Inseln. Auf der anderen Seite hier Richtung Osteuroa ein Tief. Und zwischen dem Tief und zwischen dem Hoch kommt eine kühle Nordwestströmung. Und deswegen kommen in der Höhe erstmal die kälteren Luftmassen zu uns geströmt. Und mit diesen kälteren Luftmassen kommt eben auch das Kälteei zu uns nach Deutschland gepoltert. Wir schauen auf die Ensemblevorhersage für Norddeutschland bis zum 20. Juli. Wir hatten darüber gesprochen, es könnte wärmer werden nach Monatsmitte. Wir gucken mal hin und wir sehen, im Mittel tut sich eigentlich relativ wenig. Aber es gibt immer wieder Ausreißer ab der Monatsmitte weiter nach oben Richtung 20 Grad Marke in 1500 Metern Höhe. Aber noch sind das nur Ausreißer. Wir sehen, das Mittel bleibt meist entlang des Klimamittels hängen, also keine außergewöhnlichen Ausschläge. Beim Niederschlag ziemlich trocken, auch in Norddeutschland bis zum 20. Juli. Und wir schauen nach Ostdeutschland, hier auch bis zum 20. Juli. Dieses Mal auf die 2 Meter Temperatur. Die bleibt meist so um die 20 bis 24 Grad. Aber dann nach Monatsmitte sehen wir auch das große Rauschen. Mehr und mehr Berechnungen Richtung 30, teilweise Richtung 35 Grad Marke. Also auch da könnte irgendwas im Busch sein. Und wir schauen hier unten auf die Regen. Mengen, die sind verschwindend gering bis zum 20. Juli. Es sieht hier nach einer sehr langen, trockenen Wetterphase aus. Und wir blicken nach Süddeutschland bis zum 20. Juli. Hier wieder auf die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe. Erst geht es schön runter Richtung Klimamittel, teilweise auch unter das Klimamittel darunter. Das Rote ist das Mittel aus allen aktuellen Berechnungen. Und das Braune hier, das ist das langjährige Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Ja, und dann nach Monatsmitte das große Rauschen leicht über dem Klimamittel drüber, aber einige Ausreißer deutlich weiter oben, teilweise bei 20 bis 23 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das würde unten am Erdboden Hitze bringen um 35 bis fast 40 Grad. Wir schauen weiter nach Westdeutschland. Hier fällt sofort ins Auge die große Trockenheit. Es kommt fast nichts mehr vom Himmel runter bis zum 20. Juli. Und bei den Temperaturen in 2 Metern Höhe, da sehen wir auch, die steigen an. Anfangs um die 25 Grad und dann geht es langsam rauf im Mittel auf 28, 29 Grad. Einzelne Ausreißer Richtung 35 Grad Marke. Noch der Blick in die Landesmitte hinein. Und hier ist das Ganze relativ ähnlich. Wir haben Temperaturen anfangs um die 25 Grad. Dann wird es vorübergehend etwas kühler. Wie gesagt, das Kälteei schlägt bis nach unten durch. Auch in der Landesmitte gerade mal im Mittel nur noch um die 20 bis 22 Grad. Aber dann nach Monatsmitte wird es langsam wieder wärmer. Wie warm, das müssen wir noch abwarten. Und wir schauen hier unten auf die Regenmengen, die zu erwarten sind bis zum 20. Juli. Relativ schwache Niederschlagssignale. Es bleibt in vielen Landesteilen sehr wahrscheinlich trocken. Auch hier in der Mitte sehr wenig Niederschlag. Alles zusammen bis zum 20. Juli. Und jetzt schauen wir noch mal in den schönen Westerwald zu unserem Landwirt Matthias Augs. Der erzählt noch ein bisschen was über die Heuernte und das Ernten insgesamt des Heus. Was passiert da mit kleinen Rehkitzen, die beispielsweise da drin liegen? Wie werden die geschützt vor dem Mähdrescher? All das gibt es jetzt hier noch im Anschluss an dieses Wettervideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei wetter.net. Auch was Rehkitze angeht, die sind jetzt auch schon flügge und können sich selber bewegen. Und wir haben hier in unserer Region eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Jägern. Wir melden uns bei den Jägern frühzeitig, dass wir die Flächen mähen wollen. Der eine fliegt mit der Drohne los, der andere sucht die Flächen ab. Der nächste stellt umgebaute Rauchmelder auf, lässt die eine Nacht lang piepen. Und normalerweise, wenn da noch ein Kitz liegen würde, bringt die Ricke das Kitz wegen dem Piepen, dem ungewohnten Piepen des Rauchmelders aus dem Gras raus. Und da haben wir extrem gute Erfahrungen mit. Also ich kann sagen, dass ich nicht mehr weiß, wann ich das letzte Rehkitz mit dem Mähwerk erwischt habe. Ist auch gut so. Auch Rehe haben ihre Bedeutung. Und das klappt extrem gut. Ja, und in den nächsten Tagen wird das Heu hier gewendet, trocknet durch Sonne und Wind, wird dann gepresst,
und kommt schließlich bei uns in die Lagerhalle.